Und ein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Teil von Yoshi's Crafted World auf der Nintendo Switch. Ich bin von der Game Wizards Hobby und ja, wir machen hier weiter mit den Schnuffels jetzt. Das ist das Einzige, was uns hier noch fehlt. Mal schauen, wie das rückwärts funktioniert. 3 Minuten 30. Okay. Los geht's. Unser Yoshi schafft es aber trotzdem. Hoffe ich doch. Achso. Oh, was mache ich denn? Springen sollte ich auch. Das Blöde ist, wir müssen die Schnuffels jetzt erstmal alle finden. Oh, 3 Minuten 30, ich glaube, das kriegen wir gar nicht mehr hin. Uns fehlen noch 2 Schnuffels. Okay. Ach komm. Ja, wir sind schon bei 3 Minuten 30. Scheiße. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo es die Schnuffe zu bald gibt. Und das ist sie. Na gut, dann müssen wir die Welt eben doch noch einmal machen. Ja, ja, der erste Durchlauf. Immer schlecht. Na gut, nicht immer. Wir haben auch schon auf dem ersten Durchlauf alles gemacht. Alles gefunden.
Aber in manchen Welten, wenn es natürlich mehrere Ecken gibt, wo man nachgucken könnte, ja, dann ist das natürlich so eine Sache mit diesen Schnuffeln. Und das dann in der richtigen Zeit. Hier oben war das jetzt nicht, ne? Ne, es war weiter unten. Ja, da ist es. Fallen geht schneller als rutschen. So, damit haben wir es doch. Ab ins Ziel. Die Schnuffels mit dem Schwanz. Wedel, 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 wedel. So, fast 1,5 Minuten schneller. Juhu. Okay. Das heißt, wir haben jetzt alle Blumen gefunden, die wir finden können, quasi. Jetzt fehlen eigentlich nur die ganzen Suchsachen von unserem netten Kartonfreund. Was haben wir denn da? Ich brauche Utensilien. Eine stille Windmühle. Schon gesehen? Flauscheland. Das ist das hier, oder? Ja. Na, dann suchen wir mal diese stille Windmühle. Halb 7 Uhr morgens, da ist man natürlich müde. Ja, hier. Hier war das natürlich so. War es natürlich ständig so knapp mit diesen ganzen Eiern finden. Damit man überhaupt was machen kann. Achso, es muss eine stille Mühle sein. Stimmt. Thank you.
So, die bewegen sich alle im Hintergrund. Auf jeden Fall ist das Spiel echt süß gemacht, finde ich. Piranha, lass mal leben. Wahrscheinlich ist diese stille Mühle wieder irgendwo am Ende. Okay, das hat nicht hingehauen. Nee, da ist sie. Sehr schön. Ein paar Münzen haben wir sogar auch. 204. So, einen anderen Blumen mehr und wir haben jetzt 160. Wahnsinn. Was da dürfen wir jetzt? Munter Cupcake. Im Snack-Königreich. Okay. Das hier wahrscheinlich, ne? Vorderseite stimmt auch. Gut, okay. Schnuffelschlaraffenland. Yay. Hier gibt es eigentlich genügend Eier. Oh, viermal geht sogar auch. So, damit haben wir noch ein paar Münzen zusammengekriegt. Thank you.
Ich glaube, dieser Cupcake, der war irgendwo am Ende, soweit ich weiß. So, da haben wir schon mal einen Schnuffel. Und der haut schon einfach... Nee, haut nicht einfach ab. So, wir wollen natürlich immer, wie gesagt, auch ein bisschen was sammeln. Soll ja auch nicht umsonst sein, dass wir die Welten ständig machen. Nicht nur wegen einer Blume, sondern halt eben auch wegen Münzen, weil wir die immer gut gebrauchen können durch diese, ja, Automaten halt. Noch zwei Stück. Noch einer. Danke. Oh. Meine Güte. Ah! Gibt's ja nicht. Irgendwie kann er nicht vorwärts. Darf er wohl nicht wahr sein. Da hinten ist der große Cupcake. So, jetzt können wir. Yay! Level beenden! So kann man wohl auch die 1-3 Blumen da sammeln mit diesen 100 Münzen, 20 Leben und alle rote Münzen.
Munter Cupcake. Fünf Heißungsballons, das war mir auch schon klar gewesen. So. Und das sehen wir dann allerdings erst im nächsten Teil. Wir sind bei 20 Minuten, das heißt, das war es heute schon wieder mit Yoshi's Crafted World auf der Nintendo Switch und mit mir von mir, Gameplays als Hobby. Danke fürs Einschalten, danke fürs Gucken und danke fürs Durchgucken hoffentlich. Und vergesst dann auch keinen Daumen hoch und ein Abo, damit ihr auch nichts verpasst. Und dann sehen wir uns euch hoffentlich übermorgen spätestens wieder hier beim nächsten Teil. Oder auch später bei anderen Gameplays. Bis dann, viel Spaß bei mir auf der YouTube-Kanalseite und auf YouTube generell. Bis dann, tschüss.